Erfolg für Polizeihündin-Mara in Kolumbien. Hier entdeckt das Tier in einer Lagerhalle eine ganze Ladung Kokain. Insgesamt 44 Kilo in mehreren Kartons. Einzeln verpackt in Plastikfolie und mit Öl und Menthol eingerieben, um Hundenasen zu täuschen. Bei Mara hat das nicht geklappt. Eine Razzia in dieser Halle war nicht geplant. Diensthündin Mara wurde beim Vorbeigehen auf der Straße bereits vor dem Gebäude unruhig. Die Polizisten schauten sich das Haus dann genauer an. Die Lieferung war am Morgen eingegangen und sollte von Kolumbien nach Spanien versendet werden. Doch daraus ist nun nichts geworden. Dank Mara, der tierischen Superspürnase aus Kolumbien.